Bitteschön. Ja, herzlich willkommen an alle Zuschauer. Ich bin Christina, Spezialistin für Entpanzerung. Diesen Raum hält jetzt der liebevolle Jeet für uns bereit. Und die Person, die heute mit mir in einen Live-Prozess geht, ist die Petra. Hallo Petra. Hallo. Wie fühlst du dich, Petra? Aufgeregt, aufgeregt. Schön, danke schön für deine ehrliche Mitteilung. Diese Energie nutzen wir auf jeden Fall für den Prozess. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, ist heute das Kreuz direkt an meinem Körper und zwar an meinem Hals. Wie ihr wisst, ist meine Vision, eine schmerzfreie Welt zu kreieren, in der jeder Mensch sein Potenzial komplett leben kann. Das heißt, dass ich helfe, die Ursachen hinter einem Symptom, hinter einem Schmerz zu lösen, sodass der Körper nicht mit Schmerzen oder etwas auf sich aufmerksam machen muss. Wir sind leider nicht damit aufgewachsen, dass jeder sofort weiß, wofür steht Hals, wofür steht Ohren, wofür stehen Ohren, wofür steht Migräne, wofür steht rechter Ellbogen, wofür steht linkes Knie. Damit sind wir leider nicht aufgewachsen. Tatsächlich ist dieses Wissen sehr, sehr alt und vor 10 Jahren konnte ich dieses Wissen freischalten. Denn ich hatte sehr viele Krankheiten, sehr viele Schmerzen, eine Depression. Ärzte konnten mir nicht helfen, Medikamente konnten mir nicht helfen und auch Therapeuten nicht. Und so stand ich wirklich vor einem sehr tiefen Abgrund in meinem Leben und ich habe mich entschieden, hier zu bleiben, sprich mir nicht das Leben zu nehmen. Und das bedarf allerdings, bedarfte, gibt es dieses Wort, bedurfte. Es Bedurfte. war bedurfte, Dankeschön. Es bedurfte ja eine Entscheidung und innerer Prozessarbeit. Das heißt, innerhalb eines Jahres habe ich einen tiefen Zugang zu diesem Wissen bekommen über mein Herz, über mein höheres Selbst, über wie auch immer man sich das erklären mag, über eine sehr, sehr alte, tiefe Kraft in mir, die mir letztendlich gesagt hat: Christina, Hals steht dafür, Migräne steht dafür, Bronchitis steht dafür. Herzschmerz steht dafür und ich gebe dir den Plan, wie du es umsetzt. Ich habe mich innerhalb eines Jahres geschafft, komplett von allen Symptomen zu befreien und ja, heute bringe ich dieses Wissen in die Welt und unterstütze Menschen eben in ihre Schmerzfreiheit zu kommen und ihr wahres Potenzial zu leben. Und Petra ist heute mit dem Thema Hals drin. Letztes Mal hatten wir Kiefer, davor hatten wir Herzschmerz und heute ist es der Hals. Und deswegen klebt das Kreuz, das Entpanzerungskreuz heute auf meinem Hals, denn es ist auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat damals. Ich hatte sehr oft Halsschmerzen, einen sehr engen Hals. Und meine Mutter ist Apothekerin. Das heißt, ich habe als Kind immer schön Limousin gelutscht. Das heißt, ich habe gesagt: Mama, mein Hals tut weh. Und meine Mutter ist gekommen und hat gesagt: Hier, schluck was und halt die Fresse, hardcore ausgedrückt. Doch tatsächlich ist es ja ein Körperteil ganz anders als die Nieren. Wenn dieser Körperteil aktiv ist, dann kommuniziert er eine ganz spezielle Botschaft. Und was das bei Petra ist, was da noch gesehen werden möchte und befreit werden möchte, das sehen wir heute. Petra, kannst du uns eine kleine Einschätzung geben von 0 bis 10, wie sehr dich dein Halsthema stört, wie sehr du da merkst, dass das sehr unangenehm ist und dich im Alltag auch tatsächlich vielleicht beängstigt oder einschränkt. 0 ist ganz frei und Ja, 10 ist dann halt eine Acht. eine 8. Das heißt, wir sind ungefähr hier. Und magst du uns kurz beschreiben, wie du das fühlst? Also ist es wie bei mir damals, dass ich richtig so ein Halsbrennen, so Halsschmerzen hatte? Wie merkst du das bei dir? Wie merkst du die 8 bei dir? Es ist so, dass der Kehlkopf fühlt sich so an, als wäre der voller Schleim. Der Schleim ist sehr zäh. Und dann muss ich husten oder mich räuspern und bleibt oft die Stimme weg, aber manchmal bleibt auch die Luft weg. Das ist nicht ständig, aber das zieht sich jetzt wirklich schon mindestens 3 Monate. Okay. In welchen Momenten merkst du, dass du Angst bekommst, dass du so Atemnot bekommst? Also das kann nachts passieren oder wenn ich jetzt. Ich kann im Moment nicht so herzhaft lachen, dann kommt es sofort. Oder wenn ich viel und laut spreche.
Wenn du lachst und wenn du viel und laut sprichst. Ja. Okay. Du hast jetzt gesagt, das ist erst in den letzten 3 Monaten aufgetaucht. Hattest du das denn auch schon mal als Kind? Ich hatte als Kind viel Mandelentzündungen, habe dann auch die Mandeln entfernt bekommen, hatte dann immer diese Seitenstrangangina und dann aber, jetzt war es jahrelang weg. Und jetzt ist es also aktuell, ich hatte jetzt die letzten 20 Jahre nichts mit dem Hals. Okay. Wie alt warst du, als du die Mandelprobleme hattest? Also bestimmt von 5 und ich glaube so mit 9 oder so habe ich sie entfernt bekommen. Alles klar. Und wie merkst du, dass es dich im Alltag einschränkt, der heutige Halsschmerz, dieser Schleim, diese Ladung von 8? Also wie sehr schränkt dich das im Alltag, im Leben ein? Es macht mich halt unsicher. Also letztens war ich auch auf Sendung und dann auf einmal ist die Stimme weg. Das ist natürlich unpraktisch. Ja. Und wie ging es dir denn? Also du warst unsicher. Was ist noch passiert? Was hast du gemerkt? Was hat es mit dir gemacht? Also es stoppt mich. Ich kann ja einfach dann nicht weitersprechen. Ja, und wenn dann diese Atemnot kommt, das macht mir Angst. Da muss ich wirklich ganz weit machen, dass ich da, aber das sind immer nur, das ist kurz, also das ist immer ganz kurz. Kurz, aber echt prägnant, ne? Ja, genau. Dann richtig drin. Mhm. Ja, für die zuschauen, also ich habe ja mit Petra einen kleinen Austausch vorher gehabt und Petra ist schon seit vielen, vielen Jahren Meditationslehrerin, richtig? Ja. Und hat da sehr viel Erfahrung drin und deswegen können vielleicht die zusehen und auch irgendwie selbstständig sind oder mit ihrer Gabe rausgehen, mitempfinden, wie schwierig das denn ist, wenn du auf einmal merkst, ich kann damit nicht raus, also ich mich blockiert da gerade etwas, obwohl ich eben wirklich wunderbare Arbeit auch tue, ne? Und dann ist das einfach auch so, ja, es ist einfach verunsichernd. Ich glaube, dieses Wort, was du genannt hast, ist tatsächlich sehr treffend. Ja. Ja, okay. Du hast jetzt, welche Sitzungen von den Live-Sitzungen hast du gesehen? Wir hatten ja Kiefer und Herz. Welche von den beiden hast du mitverfolgt oder zum Teil angesehen? Beide. Okay, schön. Das heißt, was hat dich bewogen, dazu zu sagen, okay, ich mach's mit Christina? Also ich finde deine Arbeit sehr tiefgehend. Also ich habe natürlich im Laufe meines Lebens viel therapeutische Arbeiten kennengelernt und arbeite ja selbst therapeutisch. Und also A, deine natürliche und ganz frische Art, aber auch die Tiefe dessen, also mit dem Atem so zu arbeiten und deine Wahrnehmung dabei. Das hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für dein Vertrauen. Was ist deine Intention für unsere heutige Live-Sitzung? Also wir hatten ja jetzt vorher schon mal ganz kurzes Gespräch. Meine Intention ist, dass zu sehen und zu transformieren. Okay, super. Genau. Den Schatz dahinter zu sehen. Ja, ganz genau. Das ist mir eine Freude, das liebe ich. Das ist mein absolutes Kerntalent, die Tiefe zu finden, den Kern daraus zu ziehen und daraus Gold zu machen. Ja, ganz genau, super. Für die, die zusehen, es ist nicht wichtig, ob du ein Thema mit den Mandeln hast, ob du Halsschmerzen hast oder einen Halsdruck oder eine Spannung, eine Enge oder ein Kloß im Hals oder ein Frosch im Hals oder eine Kuh im Hals, es ist total egal. Also wenn du irgendwas mit dem Hals hast, dann ist diese Sitzung auf jeden Fall wirklich sehr knackig für dich. Und ja, wenn du auch jemanden kennst, der Halsprobleme hat, bitte, bitte, bitte sende das weiter, denn diese Informationen, die heute auch schon drin sind, plus die Anleitung hätte ich mir vor 10 Jahren wirklich gewünscht und mir echt viele Jahre ersparen können. Also gönn dir, nimm mit, was du mitnehmen kannst und gerne auch weiterleiten möchtest.
Okay, liebe Petra, hast du eine Augenmaske? Hab ich. Supi, dann darfst du die gerne aufsetzen und in deinen Prozess vertiefen. Genau, gern die Brille abnehmen, die Augen ein bisschen entspannen. Super. Sitzt du bequem auf deinem Stuhl? Ja. Okay. Supi. Ja, dann nimm erstmal ein paar tiefe Atemzüge. Du hast vorhin gesagt, du bist ein bisschen aufgeregt. Spür die Aufregung, lass sie da sein und atme tief in dich hinein. Hörst du mich gut? Ja, ich höre dich gut. Super. Atme all den Stress und alle Anspannung des heutigen Tages einfach aus. Mit der Einatmung dehnst du dich in deinem Körper aus. Mit der Ausatmung fließt es aus den Armen und Händen, aus den Beinen und Füßen, aus den Ableitungsbahnen, den Nadis, in die Erde ab. Atme auch sehr viel Liebe und Wertschätzung für dich ein, für deinen Mut, für die Reife deiner Seele, dass du wachsen möchtest und auch das heutige Halsthema transformieren willst, sodass du frei leben und wirken kannst. Es ist wichtig zu wissen, dass jetzt diese heutige Sitzung das Ziel hat, dein Thema dahinter zu lösen. Dass aber die große Ausrichtung ist, dass jeder und du auch lernst, wie ihr das denn auch im Alltag machen könnt. Dass Heilung selbstverständlich und alltagstauglich ist. Lieber Jeet, falls du uns hörst, magst du dein Mikro auf stumm schalten? Okay, Petra, du kannst tief in deinen Bauch atmen. Und dehne dich in deinem Bauchraum aus und mach mal so eine richtig, richtig große ballonartige Kugel. Und aus der Hüfte, den Beinen, den Füßen atmest du aus. Atme nochmal tief ein und halte eine Sekunde. Und atme aus den Becken, den Beinen, den Knien, den Waden, den Schienbeinen, den Füßen in die Erde aus. Stell dir vor, als würde unter dir wie so eine waldige Schlucht sein, wo alles einfach zur Mutter Erde zurückfließt. Mhm. Und nun atme vom Bauch in den zweiten Atemraum, in die Brust hinein. Und dehne dich ganz weit in der Brust aus, so weit wie es geht. Halte eine Sekunde und atme aus den Schultern, den Armen, den Händen in die Erde. Super. Atme vom Bauch in die Brust hoch und fülle jeden Millimeter. Und atme aus den Schultern, den Armen, den Händen aus.
Noch eins, zwei Atemzüge. Fühle, was in diesem Bereich sich zeigt. In dem Bereich um dein Herz, im Raum deiner Emotionalität und Berührbarkeit. Anders als im Bauch, wo auch sehr viel Wahrheit und Wut gespeichert ist. Atme hier noch einmal in die Brust hinein und atme aus den Schultern, den Armen, den Händen aus. Spüre ein bisschen nach, was das jetzt schon bewirkt hat. Und dann gehen wir in den dritten Atemraum. Wir haben insgesamt tatsächlich 10 Atemräume und wir gehen in die ersten 3. Der dritte ist der Halsraum und dafür kannst du vom Bauch über die Brust versuchen, in deinen Hals zu atmen. Und aus den Armen, den Händen in die Erde aus. Und atme hier gerne einmal mit der Mundatmung und versuche dich hier speziell in dem Halsraum auszudehnen und aus den Schultern, den Armen, den Händen aus. Während du in den Halsraum atmest, wisse, dass dieser Bereich der Raum ist, ein Ordner in unserer Festplatte namens Körper, der alle Dinge speichert, die runtergeschluckt wurden. Alle Wahrheiten, die nicht ausgedrückt wurden. Alle Verantwortlichkeiten, die drumherum sitzen und den Hals verengen. Atme mit dieser Information noch einmal tief vom Bauch über die Brust in den Hals. Aus den Schultern, den Armen, den Händen aus. Genau, du kannst entspannt weiteratmen. Und gerne eine Hand auf den Körperteil legen, auf den Atemraum, der gerade am engsten war, der gerade am schwierigsten zu beatmen war. Das ist der Bauch? Mhm. Okay. Dann gönn dir noch ein paar tiefe Atemzüge in den Bauchraum. Mach ihn mal richtig, richtig weit, so richtigen Kugelbauch. Und wenn du dort Spannungen, Enge, Beklemmung spürst, atme liebevoll weiter hinein und gib ihm erst einmal Raum. Erst dürfen wir lernen, die Spannung überhaupt erstmal wahrzunehmen, um sie dann organisch zu lösen. Jawohl. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Ich bin sehr dankbar gerade. Ja, fühlt es dir leicht, in den Hals zu atmen? Ja, es hat mich gewundert, dass bei der Mundatmung das nicht gleich der Hals zugemacht hat, was normal so ist. Okay. Mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das in der vorigen Aufzeichnung, die wir abbrechen mussten, drin war. Ich frage dich jetzt nochmal, was ist deine Intention für die heutige Sitzung? Also ich möchte mir das Halsthema anschauen und möchte es transformieren und den Schatz dahinter entdecken. Sehr gut. Dann nimm nochmal einen Atemzug vom Bauch in den Hals hoch. Und während du ab jetzt mit dem Bewusstsein auch in dem Hals bist, reisen wir mal die letzten Minuten zurück,
die letzten Stunden und Tage, die letzten Wochen und sogar Monate. All der Zeitraum, wo deine Festplatte, dein Körper ganz viel erlebt hat und einiges abgespeichert hat, einiges auch schon abgeflossen ist. Und dann reisen wir in den Zeitraum zurück vor 3 Monaten, wo du gemerkt hast, dass dein Hals das erste Mal nach sehr vielen Jahren sich gezeigt hat. Und etwas mit dir kommunizieren wollte, aber diese Sprache Hals, Deutsch, Deutsch, Hals noch nicht so ganz übersetzt war. Okay, was war das für eine Zeit? Wo hast du dich befunden, als dein Hals zum ersten Mal nach sehr langer Zeit sich wieder gemeldet hat und ein Signal gesendet hat? Bei der Arbeit. Okay, magst du beschreiben, was war das für eine Situation und wie hast du das genau gespürt? Es war eine Situation in einer Sitzung, in der ich angegriffen wurde. Verbal, okay. Verbal. Und ich nicht sagen konnte, weil ich hatte jemanden versprochen, darüber nicht zu sprechen. Ah, okay. Ist dieses Versprechen immer noch aktiv? Nee, hat sich gelöst. Okay, das heißt, du hast die Erlaubnis, auch über das Thema zu sprechen und das in deinen Heilungsschritt heute mit einzubringen? Ja. Okay. Das heißt, mit welchen Personen hatte es zu tun, als dein Hals sich gezeigt hat? Beziehungsweise erst einmal, wie hat sich dein Hals gezeigt? Wie hast du gemerkt, dass da etwas hochkommt? Es war mir eben unangenehm und es war so ein Kloßgefühl im Hals. Kloß im Hals. Okay. Mit welchen Menschen hatte diese Situation zu tun? Einmal mit der Person, die dich angegriffen hat und dann einmal auch eine andere, richtig? Ja. Okay. Kannst du diese Person beschreiben, wer die sind, wie die aussehen? Also es ist meine Jetzt-Chefin und meine neue Chefin. Ja. Okay. Kannst du ein paar Details in dem Raum erkennen, in dem das alles passiert ist, in der Situation? Wo befindet ihr euch? Ja. Kann ich sehen. Bei uns, bei der Arbeit, am großen Tisch, ja. Okay. Dann lade ich dich ein, diese Person mal ganz bewusst vor deinem geistigen Auge mal hinzustellen. Und wir brauchen jetzt auch keine Namen zu nennen. So. Wir wissen, alte Chefin, neue Chefin, so. Ja. Wo steht die alte Chefin, wo steht die neue Chefin? Also räumlich jetzt, wo ich sie jetzt wahrnehme? Die stehen beide vor mir. Okay, wer ist links, wer ist rechts? Links die alte, rechts die neue. Okay.
Was macht es mit dir, während du die beiden so vor dir stehen siehst? Nicht, also nicht sehr viel. Kann beide sehen in ihrer Art, wie sie sind, und kann das auch so lassen. Dieser verbale Angriff, von wem kam der? Von meiner alten Chefin. Die links steht. Ja. Okay. Dann stell dir vor, dass ich wie so eine Fee um dich herum so einen Raum zaubere, der nur um dich herum ist. Okay. Keiner drin ist. Meinetwegen ist dieser Raum aus so einer ganz flexiblen, aber komplett nicht durchlässigen Plexiglasschicht, so eine Wand mit so einem leichten Schimmer drüber. Und dieser Raum, in dem du jetzt da für dich drin bist, ist dein Ausdrucksraum. Okay. Und du darfst deiner alten Chefin mal komplett sagen, was das damals mit dir gemacht hat. Und du sprichst sie wirklich so an, wie du sie ansprechen willst. Und wisse, dass der Ausdrucksraum eine Regel hat. Und diese Regel heißt nicht zensieren, nicht intellektualisieren, kein friedliches, spirituelles Tamtam, kein wir sind alle Licht und Liebe und eigentlich ist alles richtig so, wie es ist, sondern du kotzt dich jetzt mal so richtig aus und pfefferst ihr mal volle Kanne deine Meinung. Okay, also an dem Tag war es tatsächlich so, dass mich das nicht getroffen hat. Es hat mich einfach nicht getroffen, aber was ich dann sagen möchte, ist, ja, ich finde diese Art, mit Menschen zu sprechen, unterirdisch, unmöglich. Du arbeitest immer mit Druck, um sie jetzt persönlich anzusprechen, Genau, und richtig. immer mit Drohungen. Ich gleiche viel für dich aus hier bei uns im Team und schütze dich, warum auch immer. Also ich kann sehen, warum du das machst. Da habe ich auch Mitgefühl dafür, aber ich stelle mich nicht mehr zur Verfügung, ist, glaube ich, die richtige Ausdrucksweise. Ja. Ich will mich nicht mehr dafür zur Verfügung stellen und auch nicht mehr meinen Mund halten. Ah, sehr gut. Ja. Hast du dir das so schon mal ausdrücken können? Nein, hab nee, so Okay. nicht. Nee. Okay, super. Du hast das richtig gut gemacht. Atme einmal tief in deinen Hals hinein, der das damals so brav geschluckt hat, damit bloß kein Krieg ausgefochten. Ach, keine Ahnung, dass kein Krieg ausbricht. Okay. Genau, atme in die Freiheit deines Halses, dass diese Worte da endlich mal rauskamen. Und um es auch nochmal abzurunden, kannst du schauen, ob das für dich stimmig ist, wenn du ihr sagst, ich gebe dir die Verantwortung für dich und deine Härte jetzt zurück. Ja, ich gebe dir die Verantwortung für dich und deine Härte zurück. Tief einatmen in den Hals und aus dem Hals über die Arme, die Hände raus. Ich, Petra, stehe dir nicht mehr als Projektionsfläche zur Verfügung. Ich, Petra, stehe dir nicht mehr als Projektionsfläche zur Verfügung.
Was macht das mit dir, das ihr mitzuteilen und dir die Verantwortung zurückzugeben? Das tut mir gut. Das erleichtert mich. Aber es erinnert mich auch an etwas. Ganz genau. Ja. An wen oder was erinnert dich dieses Konstrukt? Es erinnert mich an meine Kindheit. Und es ist ein großes Elternthema. Und das hätte ich, glaube ich, sagen sollen zu meinem Vater. Aha! There we go! So, danke schön, Ex-Chefin. Du süße, tolle Ex-Chefin, dass du Petra an dieses Thema triggern konntest. Vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. Wir haben dich unglaublich lieb. Und jetzt reisen wir mal, sagen wir hier Tschüss, Verantwortung zurückgegeben, Projektionsfläche, ciao, ciao. Und in deinem Ausdrucksraum reisen wir jetzt noch weiter zurück. Wir reisen die letzten Monate, das letzte Jahr, die letzten Jahre zurück. Ganz viele Jahre zurück, bis du ungefähr 4, 5 bist. Was kannst du sehen, was dich erinnert hat? Ich sehe, dass ich mich sehr stark zurückgezogen habe, viel geschlafen habe und ich sehe meinen Vater aggressiv gegenüber meiner Mutter. Wunder dich nicht, wenn ich rülpse, meine Liebe. Ich leite mit ab. Ja, ich kenne es. Für die, die jetzt zuschauen und sich fragen, warum ich hier gerade so ein bisschen wild rumwildschweinere, schaut euch gerne auch mal die anderen Videos an. Da erkläre ich das, was mit der Ableitung, wie das funktioniert und woher das kommt. Okay. Und sehe, dass du bei all dem, was jetzt gerade sich nochmal zeigt, in deinem Abgrenzungsraum bist. Du bist komplett beschützt. Und schau mal, welche wirklich spezielle Situation so am eindrücklichsten dafür ist, wie viel Erschöpfung sich bei dir angesammelt hat, wie viel aushalten, wie viel runterschlucken, wie viel ertragen dieser äußeren Umstände und nicht geschützt werden als Kind. Welche Situation ist da am eindrücklichsten, die dir kommt? Also ich sehe unser Wohnzimmer von früher. Und aber ich bin nicht im Wohnzimmer. Ich bin nebenan in meinem Kinderzimmer. Und ich liege im Bett und ich höre einfach, wie mein Vater einen Streit entfacht, einfach damit er gehen kann. Ja, und ich bin entsetzt. Ja. Ja. Was macht das mit der kleinen Petra? Also da spüre ich jetzt ganz deutlich meinen Hals, weil ich würde schreien wollen. Ja. 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 Heul in mein Kissen so. Ja. Und ich denke, oh, geh doch einfach. Ich denke auch wirklich, geh und komm nie wieder so. Ja. Wir reisen mal mit dir in deinem Kokon, in deinem Schutzraum, in dieses Wohnzimmer hinein. Okay. Und
Reise erst, wenn du das Gefühl hast, du hast jemanden an deiner Seite, als Kind sozusagen, du hast jemanden an deiner Seite in deinem Raum oder an deinem Raum, der dich wirklich beschützt. Und dabei lass wirklich zu, das, was kommt. Es kann sein, dass das einfach du bist als Erwachsene. Es kann sein, dass das Superman ist. Es kann sein, dass das sonst wer ist, der dich da richtig doll unterstützt. Wen holst du dir als Hilfe an deine Seite? Großen Meister. Osho ist an meiner Seite. Okay. Ja. Fühlst du dich sicher, mit Osho in deiner Kapsel ins Wohnzimmer zu gehen? Absolut. Alles klar. Gut, jetzt wo du die beiden, deine Eltern vor dir siehst und dein Vater, der den Streit entfacht, lade ich dich ein, in deinem Abgrund, in deinem Schutzraum, in deinem Ausdrucksraum, mit der energetischen Stützung von Osho, deine Eltern mal anzuhalten, dass sie dich ansehen. Egal, was sie gerade tun, dass sie sich umdrehen, dich ansehen und dass du ihnen jetzt komplett unzensiert aus deinem ganzen Wesen, aus deinem Herzen, aus deiner Stimme, aus deinem Hals mitteilst, was das alles mit dir macht und was du für Wahrheiten hast dazu. Also zu meiner Mutter möchte ich sagen, lass dir das nicht gefallen. Und zu meinem Vater, ich finde dein Verhalten so, so unmöglich. Und ich möchte, dass du diese Gefälle. Die Verbindung war ein bisschen schlecht. Magst du den letzten Satz nochmal wiederholen? Ich möchte, dass du diese Familie verlässt. Atme einmal bitte in dein Herz hinein, in deinen Brustkorb und dann in dein Herz. Und schau mal, was die kleine, 4-5-jährige Petra. Die erwachsene Petra kann sich gut zusammenreißen und adäquate Worte finden. Ja. Und schau mal, was die kleine Petra eigentlich gerne sagen möchte. Vielleicht möchte sie auch einfach eine Verletzung mitteilen oder eine Enttäuschung. Einen Schmerz. Eigentlich möchte die kleine Petra sagen, ich habe euch beide ganz dolle lieb. Ich liebe dich, Papa, aber ich kann es nicht mit dir aushalten. Es ist unmöglich für mich. Das macht mich krank. Und mir tut die Mama so, so sehr leid. Warum auch immer du so bist, aber es ist nicht auszuhalten mit dir. Sehr gut, atme tief ein. Und teil den beiden auch mal mit, was das mit dir und deinem kleinen Körper macht. Also es macht das, was ihr mir antut, ist, dass ich gar nicht leben möchte, sondern dass ich, ich wegschlafen möchte. Und aber ich habe auch Angst um meinen Bruder, den ich, wie ich finde, der noch viel mehr leidet wie ich. Ja, es ist eine schlimme Situation. Ich gebe dir mal ein paar Impulse mit. Du kannst schauen, ob du vielleicht das ausdrücken magst. Manchmal fehlen uns die Worte für diese Situation und für die Energien, die dabei passiert sind. Und ein Impuls, der mir kommt, ist, ich finde es nicht okay, dass ihr die Verantwortung für eure Kinder nicht übernehmt. Für meinen Bruder nicht und für mich nicht.
Also es könnte ich zu meinem Vater sagen. Mhm. Papa, so habe ich, Papa, ich finde es nicht okay, dass du die Verantwortung für mich und meinen Bruder nicht übernimmst. Und wenn dir Sätze kommen, die anfangen mit, es ist nicht okay, das, kannst du sie gerne aussprechen und diese Wahrheiten wirklich mitteilen. Also so wie ich es empfunden habe, es ist nicht okay, dass du deinen Ballast auf uns wirfst. Dass du unfähig bist, mit uns zu sein, in einer liebevollen Art. Und zu meiner Mutter, es ist nicht okay, dass du so tust, als wäre alles in Ordnung. Atme auch da einmal in den Hals hinein. All die Worte, die dort schon so viele Jahre gespeichert waren. Und schau mal, was noch ausgedrückt werden möchte, was für dich, was für die kleine Petra nicht okay war. Es ist nicht okay gewesen, Papa, dass du denkst, mit so Besonderheiten und besondere Urlaube und besondere Geschenke alles wieder gut machen zu können. Was passiert in dir? Es kommt schon, also ich fühle mich sehr friedlich. Das ist eine Erleichterung, aber es ist auch so ein... Es hört sich vielleicht, ja, so, ich darf die Liebe ungehindert fließen lassen zu meinem Papa. Ich habe den immer total geliebt, ich war immer verliebt in den. Aber ich war auch sehr kritisch. Gibt es noch etwas, was du den beiden ausdrücken möchtest in deinem Ausdrucksraum? Solange du dich da drin austoben kannst und alles endlich mal aussprechen kannst. Petra, genieß es. Lass es raus. Das hat da nichts mehr zu suchen. Ich sehe einfach so viel Potenzial, dass ja irgendwie nicht gut geleitet wurde. Das tut mir so leid. Das hätte alles so, so schön sein können. Ja. War so viel da, dass man hätte einfach leben können, einfach glücklich sein. Ja. Das Potenzial in dir, meinst du, was nicht gesehen wurde? Nein, auch in der Gesamtsituation, wie es war. Hm. Mein Papa ein guter Geschäftsmann, meine Mutter... Beide bildhübsche Menschen und auch ein sehr schönes Paar, fand ich. Ein sehr, sehr schönes Paar. Und eigentlich, also ich habe immer gefühlt, dass sie sich lieben.
aber sie haben es nicht geschissen gekriegt. Und dafür, meine Liebe, lade ich dich ein, nochmal all das, was du auf deine zuckersüßen kleinen Kindesschultern alles geladen hast, plus die Verantwortung für deinen Bruder übernommen hast, plus diese ganze Last ausgehalten hast, lade ich dich ein, jetzt alle Verantwortung zurückzugeben. Und dabei ist deiner Kreativität freien Lauf lassen angesagt. Das heißt, du sagst dich mit deinem Namen, also ich, Petra, gebe euch die Verantwortung für zum Beispiel eure Prozesse, die ihr nicht löst, zurück. Ich gebe euch die Verantwortung für euch und eure Beziehungsprobleme zurück. Für eure Themen, die ihr nicht angeht, für eure Spiritualität, für eure Gesundheit. Lasst krachen. Gebt denen alles zurück, was dir nicht mehr entspricht. Atme erst einmal tief in den Hals und dann fang an mit ich, Petra. Ich, Petra, gebe dir, lieber Papa, zurück all deine Sorgen mit deiner Ursprungsfamilie, mit deinem Vater, mit deiner Mutter. Mit deinem Geschäft, aber auch so, wie die Welt auf dich eingeprasselt ist, mit Geld umgehen zu können oder es eben nicht zu können. Und mit all dem, wie du mit Menschen umgegangen bist und wie du mit Frauen umgegangen bist. Und dir, Mama, gebe ich, oder Mami, sag ich Mami, gebe dir zurück deine Sorge um alles, deine Sorge um deinen sehr, sehr liebevollen Papa, der sehr krank war, deine Sorgen auch als Älteste um deine Geschwister und ich gebe dir zurück, immer die Dinge gerade drücken zu wollen oder abzuschwächen und gebe dir zurück, so ein Schauspiel zu machen, dass immer alles okay ist. Macht euch keine Sorgen. Ich gebe dir deine Verblendung zurück. Ja, ich gebe dir für deine Verblendung zurück, aber auch den Schmerz, den du durch den Papa erlitten hast. Den körperlichen und den emotionalen und seelischen Schmerz. Ja. Ja. Dass diese Liebe keine Erfüllung gefunden hat. Ja. Genau. Öffne deine Handflächen, sodass sie nach oben schauen und entspannt neben dir liegen. Und während du von deinem Bauch über deine Brust in deinen Hals atmest, geht mit der Ausatmung über deine Arme, über deine Hände all diese Ladung, nicht nur über deinen Geist, dein Emotionalsystem, sondern auch über deinen Körper, fließt das zu denen zurück, an die Adresse, wo es hingehört. Was passiert? Es tut sehr gut. Ja, jetzt wird der wirklich so ein tiefer Frieden in mir, aber auch so eine Klarheit, dass alles wieder da ist, wo es hingehört. Gut. Genieß mal diese Klarheit. Lad dich mal richtig daran auf, dass du spürst, oh, jetzt hat sich das mal wieder sortiert, da das zu dem, das zu dem. Okay.
was die kleine Petra jetzt sieht. Okay, das ist nicht mehr meins. Das kann ich jetzt alles abgeben, ist nicht mehr meins. Ja, und ich, das Schöne ist, ich kann es guten Gewissens abgeben. Genau. Kannst du deine Eltern dort stehen lassen mit dem Vertrauen, dass sie schon das Richtige damit machen? Ja, absolut, ja. Genau. Und dann kannst du mal den Osho, der dich jetzt energetisch begleitet hat, bitten, an einen Ort zu bringen, wo sich die kleine Petra jetzt mal richtig erholen kann. Wo sie sich richtig wohlfühlt. Foch, da klopft mein Herz. Magst du teilen, was du siehst? Ja, ich hab so ein Ort, ich nenne es mein Paradies. Also ist jetzt kein Ort, oder sollte es ein irdischer Ort sein? Nein, ein realer. Muss ich, okay. Egal, dass ja. Was kommt. Und da sind wir, ja, ganz schön. Das, was ich mir wünschen würde für diese Erde. Dass es so, dass es überall so ist. Und wer umgibt dich dort in diesem Ort? Viel Natur. meine Familie. Und auch meine Freunde. Also Cheat ist ganz nah. Schön. Ist mein bester Freund. Wow, das wusste ich nicht. Ja. Schön. Ja, lauter wundervolle Menschen, Tiere, Natur. Da ist alles eine Schaukel. Dann atme mal dieses kleine Paradies in dein jetziges und in dein kleine Petra-Herz hinein. Hm. Nach all dem, was du gerade so wundervoll ausgesprochen hast, aus dem Hals gelassen hast, all die gespeicherten, runtergeschluckten Worte rausgelassen hast und da ein neuer Platz entstanden ist, diesen Platz füllst du jetzt mit deiner Einatmung, mit diesem Paradies. Mit diesem Frieden. Mit dieser Liebe und Freundschaft um dich herum und mit dieser Freiheit der Schaukel. Dem Spiel, dem Beisammensein. Die Liebe und Frieden. Oh, wir sind jetzt alle im Meer und ganz viele Delfine sind da. Auch eine Riesenzeremonie findet da gerade statt. So schön. Fette Party, weil ja. Kleine Petra Prozessarbeit gemacht hat. Ja. Das ist eine Prozessbelohnung. Ja. Blüten im Meer und alle sind happy. Wow. Du kannst gerne deine Hände um deinen Hals legen, links und rechts, so dass die, genau, dass die frei sind und auch dort, wo damals deine Mandeln sogar rausgenommen wurden. Mhm. Da, wo der Körper schon gesagt hat, yo, hier ist so dicht, wir halten das, wir können die Ladung nicht mehr tragen, wir müssen hier echt raus.
Und dort, in diesem ganzen Bereich, kannst du diese Bilder, auch das, was du zum Schluss empfangen hast, mit der Zeremonie, dort hineinatmen. Fühlt sich fast wie eine Taufe an. Ja, das ist ein neuer Lebensabschnitt, Petra. Wow, wie schön. Genau. Da, wo er sich auch in letzter Zeit gezeigt hat und sich der Schleim gesammelt hat. Wo die Stimme mit dir kommuniziert hat. Petra, ich kann nicht mehr sprechen, da ist noch was dazwischen. Da will noch was ganz, ganz anderes gesagt werden. Und bis das nicht gesagt ist, sage ich hier gar nichts. Atme auch diese Bilder, die du bekommen hast, diese Gefühle voller Dankbarkeit in deinen Hals, dass er sich gezeigt hat. Dass er dir und mir ermöglicht hat, dich in deiner Heilung zu unterstützen. Und wenn du magst, kannst du in deinen Hals die neue Kodierung, die neue Wahrheit reinsetzen, wie sie in deinen Worten stimmig ist, wie zum Beispiel: Ich, Petra, spreche ab jetzt für immer meine Wahrheit und werde geliebt. Du kannst gerne deine Worte benutzen, wie es für dich stimmig ist. Ich, Petra, spreche ab jetzt und für immer und auch aus meinem Herzen alles aus, was ich fühle, was gesagt werden will, ja, nicht soll oder muss, sondern was ich sagen möchte. Ich gebe auch alles frei und gebe alle Informationen, die ich habe, weiter und spreche es aus. Voller Liebe und Klarheit und Ehrlichkeit und eben aus meiner Wahrheit heraus, ja. Super. Erinnere dich beim nächsten Mal, wenn dein Hals sich nochmal zeigen möchte und dich noch einmal fragt: Hey, weißt du noch? Hörst du auf mich? Sprichst du gerade die Wahrheit? Das nächste Mal, wenn du ein Zoom-Meeting gibst oder einen Kurs dann durch deine Meditation und deine Stimme versagen sollte, hältst du an, du hältst inne. Egal wie lange, du hältst inne, du stoppst, du atmest in deinen Hals hinein, meinetwegen wirklich in dieser Position, die du gerade hast, mit den Fingern am Hals. Du stoppst, machst die Augen zu, atmest vom Bauch über die Brust in den Hals und sagst dir diesen Satz, den du mir gerade gesagt hast. Ja, wow. Kannst du deine Hände entspannt neben deinen Körper positionieren? Ein bisschen nachspüren. Und mit dem Gefühl, was du jetzt gerade empfindest, frage ich dich: Wenn dein Hals von 0 bis 10, deine Halsspannung,
dein Thema hinterm Hals eingeordnet werden kann. Wo möchtest du das einordnen, wenn 0 ganz frei ist und 10 ganz schrecklich stark und eng? Also ich würde es bei 2 einordnen und so habe das Gefühl, das muss jetzt einfach noch heilen. Ja. Ja. Genau. Ja, war schön. Von 8 auf 2. Mhm. Du darfst dir selbst applaudieren. Schön. Und dann kannst du deine Maske abnehmen und langsam wieder zu uns kommen. Welcome! Hey, hey, hey! Hallo! Wow! Vielen, vielen Dank. So eine tolle Arbeit. Ganz schön. So viel Liebe da drin. Mhm. Ja, Liebe und Weisheit. Wow. Danke dir. Danke für deine Wertschätzung. Also ich habe mich sehr aufgehoben, sehr geborgen gefühlt. Wirklich in Sicherheit, dass ich all das ausdrücken kann. Also du schaffst da einen wundervollen Raum, wo das möglich ist. Ja. Dankeschön. Wie ist deine Verbindung jetzt zum Hals und zu diesem Thema? Hast du immer noch so Angst davor? Nee, ich spüre, dass es noch... dass noch eine Reizung irgendwie da ist, dass es einfach noch abklingt. Ja, ich werde da noch gut gurgeln, vielleicht auch trainieren, was ich sagen möchte und es sagen. Und ja. Genau. Werde dir berichten, wenn... Sehr gern. Ja. Wenn es durch ist. Ja, oder auch währenddessen, ne, wenn was hochkommt, und du einfach merkst, es geht nochmal in die Tiefe, nochmal eine andere Schicht, die nochmal gelöst werden will. Wir dürfen auch nicht vergessen, deine Mandeln sind rausgenommen, ne? Also da, ja. Das war schon so krass, dass der Körper wirklich gesagt hat, hier, ich entzünde mich selbst, ich muss hier raus. Mhm. So, dass die Mandeln wirklich schon rausgenommen wurden. Und all die Jahre ist ja das, dass das Kind einfach was mitteilen will, nicht gesehen worden, ne? Ja. Das ist ja eine unglaubliche Anhäufung an Energie. Besonders in diesen jungen Jahren, wo du eh noch sehr viel mehr angebunden und feinfühlig bist, ist das echt eine krasse Nummer. So, ja. Kann ich voll mitfühlen. Limousin war mein bester Freund damals, aber als ob das geholfen hätte. Ich hatte ja weiterhin Halsschmerzen. So. Ja. Und auch ich wollte einfach nur aussprechen, was mir hier eigentlich nicht passt. Das heißt, wenn du merkst, es geht in eine tiefere Ebene, weißt du, wo ich bin. So. Und du hast gesagt, naja, ich habe das Gefühl, es braucht jetzt einfach auch noch Zeit, es braucht einfach Heilung, so, mhm. dass das wie mit Liebe einbalsamiert auch wird und einfach in Kontakt jetzt ist, ne? Mhm. Dass das, was er mit dir kommuniziert, dass nicht als erstes so ein, oh Gott, das schon wieder, oh, was ist das, sondern stopp, anhalten, Hände ran, einatmen, okay, ich spreche meine Wahrheit und ich erinnere mich an dieses Paradies hinterher, so, ne? Ja. Und was ich dir empfehlen kann, ist, einmal am Abend, bevor du ins Bett gehst, damit das, was wir jetzt gerade geöffnet haben, dass diese Blume sich nicht Stückchen für Stückchen schließt, sondern dass wirklich einmal am Tag eine Kontinuität da ist, dass du die Atemvitalisierung machst. Das ist ein Audioprozess. Mhm. Ich habe die hier noch als Hardcase. Ich nutze sie selber jeden Tag. Kann man sehen, ne? Ja. Ich nutze sie selber jeden Tag. Ich sende dir später mal einen Link. Mhm. Und dann kannst du das nochmal nachschauen. Und die Atemvitalisierung leitet dich an in alle deine 10 Atemräume, wie du die Ladung dahinter löst. Das heißt, sie entpanzert tatsächlich von innen. Awesome. Und da hast du den Halsraum mit dabei, wo du genau angeleitet wirst, was du zu tun hast, dass dieser Raum sich entpanzert, sich befreit, mit aller Verantwortung, Abgabe und allem, was dazu gehört. Und dann sind zum Beispiel Räume mit dabei, wie auch der Bauch, die Brust,
die Schulter, die Nieren, der vordere Beckenraum, der hintere Beckenraum, der obere Flügelraum, so der für die Selbstverwirklichung zum Beispiel auch steht, und das Zwerchfell für die Verbindung mit der Seele. Also jeder Atemraum ist halt nicht nur, ja, atme da mal hin und stell dir Glitzer vor, so, sondern du wirst angeleitet, wie du dahin zu atmen hast und welche Themen dahinter stecken. Mhm. Wow. Weißt du, dass sofort jeder Bereich richtig kommuniziert werden kann und einfach Verständnis dort reinfließt. Und genau, also das wäre auf jeden Fall jetzt eine super Sache. 10 Minuten würde ich dir empfehlen, 10 Minuten vorm Einschlafen. Halsraum, 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 bis du das Gefühl hast, der ist richtig frei. Und dann gehst du erst in den nächsten Atemraum. Okay. Genau. Werde ich tun. Schön, 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 schön. Oh, klasse. Vielen Dank an die kleine Petra. Ich habe zu danken. Süß, ja, toll. Toll, toll, toll. Vielen Dank für deinen Mut, dass du so dich auch so geöffnet hast. Und auch wenn du mir gesagt hast, ja, dass ich diesen Raum sehr gut kreieren kann, öffnen kann, dass du da so dich ausdrücken kannst, habe ich auf jeden Fall auch ein großes Danke, dass du es gemacht hast und dass du es auch so öffentlich rausgelassen hast. Das, denke ich, ist eine Inspiration für viele, die auch seit vielen Jahren Halsthemen haben und dann auch immer schön brav ihre Mittelchen nehmen oder irgendwie so von einer Therapie zur nächsten hoppen. Am Ende ist es halt das, was gesehen werden will, und es freut mich sehr, dass wir heute schon von 8 auf 2 kommen konnten. Juhu! Den nehmen wir jetzt erstmal ab für heute. Das ist jetzt erstmal ein Teil Vergangenheit. Ja, ich möchte auch 1000 Dank sagen. Ich bin sehr glücklich. Möchte da auch nochmal Chi Danke sagen, dass er uns zusammengebracht hat durch seine Arbeit. Ja, vielen, vielen Dank. Klasse. Von ganzem Herzen. Ja. Super gern. Auch von mir danke an Chi. Da ist er. Er verkuppelt keinen, hat er gesagt. Dating-Agentur Jeet. Ja, liebe Petra, genieß dich. Geh eine Runde spazieren, leg dich hin, tu dir was Gutes, creme den Hals ein und feier dich. Feier dich, feier dich, feier dich. Danke. Ich sende dir später nochmal den Link, dann kannst du in Ruhe nachschauen. Ja, super. Tschüss, meine Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Cheat. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.